Juhu und willkommen zum Let's Play zu 7 Days mit dem Anubis, Moin Moin. dem Luca Guten Tag. und meiner einer. Ja, der Bekloppte ist auch wieder dabei. Schön, dass du es einsiehst. Ja, Cobblestone Frame, ne? Dann mache ich mir doch schon mal frei. Ich mach mal die Hütte hier ein bisschen zu. Level ab. Glaube ich zumindest. Ja, habe ich. Eins hatte ich auch schon, das habe ich komplett in Weaponsmithing reingesteckt. Ja, ich mache das jetzt in Construction Tools. Finde es ja lustig, dass ich das wiederum ergänze. Construction Tools und Mining Tools ist ja beides gut für die Axt. So, wir haben eine Tür. Also wir können uns wenigstens schon mal halbwegs verbarrikadieren. Ja, ich habe Luca auch schon gesagt, mit den Bäumen, dass man da aufpassen soll, wenn man die wegfällt. Ja, macht Sinn. Weil das kann Aua machen. Ja, er hätte ja das letzte, bei der letzten Aufnahme hätte er fast einen Zombie damit erschlagen. Passt, ja. Da ist der Baum ja durch Zufall genau in die richtige Richtung geflogen. Ich habe mir schon so gedacht, wäre geil, wenn der Baum den erschlagen würde. Und dann, als Alain mir das so erzählt, dachte ich so, schade. So. Also, wir brauchen Iron. Möchte sich jemand freiwillig melden, um die Mine zu errichten, oder darf ich das machen? Mine errichten überlasse ich gerne dir, weil ich gar keinen Plan hätte, was ich machen muss. Okay, dann baue ich eine Mine. Viel Spaß! Ich kümmere mich derweil darum, Frames zu basteln. Achso, Cobblestone Frames und zu setzen draußen. Gibt's hier nicht, ne. Weil die Nacht rückt näher. Was für Frames? Cobblestone Frames. Okay. Wir brauchen halt ohne Ende Holz und Clay. Ein Klo braucht auch keiner, ne? Nö. Nö. Den Medizinschrank habe ich schon geplündert, war ein Glas drin. Den Medizinschrank habe ich gerade platt gemacht. Ja, ich wollte nur sagen, dass der jetzt auf jeden Fall leer war, also konnte, hast du nichts falsch gemacht. Also wenn ihr Metall im Inventar habt, bitte direkt in die Forge rein. Meins ist schon drin. Vorsicht, hier fällt jetzt gleich ein Baum. Viel in die andere Richtung. Ja, dann ziehe ich mal eine großzügige Mauer um unser Gebäude. Ja, mach mal.
Wie ist es denn mit unseren Nahrungsbeständen? Fragezeichen. Das dürfte sich noch relativ in Grenzen halten. Okay. Nicht wundern, ich zerstöre gerade die Inneneinrichtung. Ja, was ich nicht mehr brauche, weg damit. Ja, alles was über ist, kommt weg. Da. Gesichert. Gut. Das ist ja auch mal interessant, wenn man einen Cobblestone-Frame aus Versehen in der Luft setzt, fällt er runter und wird wieder zu Clay. Okay. Toll, jetzt kann ich hier keinen mehr setzen, oder was? Ala, ich kann dir 67 geben. Ja, schmeiß in die Kiste. Nehme ich mir dann gleich raus. Brauche im Prinzip hier dieses Fiber, also aus dem den Gras. Und Holz. Für die Frames und dann Clay und ich weiß gar nicht, ob noch was. So, jetzt. Müssen nicht jetzt gleich auch Zombies angerannt kommen? 0 Uhr haben wir bereits. So. Achso, ich könnte eins eigentlich mal ein paar Fackeln herstellen. Ja, könnte für die Nacht sinnvoll sein. Tello. Ein
voll aus, der Zombie Rush. Abwarten. Ja, ein und nachts. Sollst den Tag nicht vor dem Abend suchen. Ja, kann immer noch vorkommen, aber ist schon fast unwahrscheinlich um 1 Uhr nachts. Nein. Quatsch. Haben wir irgendwo Close Fragments oder so? Ich hatte welche in die Kiste geschmissen, waren aber nicht viele. Ja, erlangt. Nimm. Torch, da. Wollen wir erstmal im Haus für Licht sorgen oder willst du die draußen irgendwo hinpflanzen? Ich würde es jetzt am Haus erstmal machen. Dann so, leg ich sie dir gleich, wenn ich fertig gecraftet habe, lege ich sie dir in die Kiste, okay? Ja, ich guck mal, wo ich sie montieren kann, ob ich sie vielleicht an die Hauswand sogar dran klatschen kann. Ja, an die Hauswand kannst du sie dran klatschen, das ist nicht das Problem. Ja, perfekt. Weil das würde ich halt, ich würde einmal das Haus rundherum beleuchten. So dunkel werden die Nächte hier für gewöhnlich nicht, aber... War jetzt eine recht helle Nacht, fand ich. Gut. Watched Iron. Auch mal so viel wie geht. Ist ja nicht viel. Hilft nichts, ich brauche es. Stimmt, dafür braucht man ja auch noch Steine. Ja. Super. Kann ich noch nicht? Warum nicht? Unschön. Okay. Ja, muss man erst lernen. Das muss man ja erst lernen. Kacke. Ja, wieder ein Rezept aus dem Buch. Nee, du musst es in den Engrams nachher lernen, was ich da gerade machen wollte. So. Mineneingang schaffen. Oh, nee. Oder? Doch, da. Ja, ich kann mir das Skill Points vergeben. Was kannst du vergeben? Skill Points, Level Up. Ach, das ist ja schön. Das läuft doch. So. 1, 2, 3, 4. So, gleich bin ich das erste Mal einmal ums Haus herum. Mit der ersten Reihe oder was? Ja, erste Reihe leider erst, aber das ist ja. Es sind so ein paar, die dabei draufgehen. Ist ein bisschen größer das Grundstück. Ein bisschen, ja. Aber wir geben uns ja nicht mit Kleinkram zufrieden, oder? Nö, wir wollen ja hier drin auch Feld, denke ich mal, anpflanzen.
Ja. Und solche Sachen, und da brauchen wir ja ein bisschen Platz. Ich habe es jetzt nur auf der einen Seite etwas enger gezogen, damit ich nicht so wieder den Hügel hoch musste. So, ich buddel jetzt mal ein bisschen rum hier. Ich habe 214 Frames in die Kiste gepackt. So. Warte mal, Alay, lass mich mal rein, dann gebe ich dir mal kurz die Fackeln. Ich sehe die Cobblestone Frames nicht. Ganz unten. Ach, da unten in der Ecke, ja. Mehr wollte ich nämlich gar nicht. Warte. Unten liegen ein paar Fackeln für dich. Wusstest du was? Sieht sehr kurios aus. Naja, wollte sie erst nicht setzen. Oh, ich hab Hunger. Ich muss das Essen schon wieder. Oh. So, bevor ich gleich weitermache hier, werde ich gleich erstmal ein bisschen was looten gehen, weil wir brauchen dringend Loot. Ich habe es einmal so ein bisschen ums Haus rum verteilt. Auf jeden Fall kann man es jetzt im Dunkeln auch aus der Entfernung gut sehen. Denke ich. Zwei am Eingang und auf den Seiten jeweils. So. Ihr könnt hier auch gerne die Kettensäge nehmen, solange sie noch heil ist, um Bäume runterzumachen, ne? Ich weiß zwar nicht, wie lange die noch durchhält, weil wir auch nicht kein Benzin haben, aber Augenblick wird sie wohl noch machen. Ich lasse erstmal bei dem Weg, wo man reinkommt, also der Weg, der zur Haustür führt, da lasse ich erstmal eine Lücke. Mhm. Laut. Wer spielt denn da mit der Kettensäge rum? Luca. Ich doch nicht. Leicht laut. Etwas, ja. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Ja, vom ersten Moment hörte sich das an, als wenn er direkt hinter mir steht mit der Kettensäge. Ist dir auch warm? Ja? Ach, minimal. Ich bin hier die ganze Zeit am Ölen wie so ein Bekloppter. Ja, ich auch. Mach dir nichts draus. Gestern das Gewitter war ja auch ein Witz, ey. Welches Gewitter? Ja, hier hat es kurz gewittert, aber das war so ein 5 bis 10 Minuten Ding mit Regen und dann war Ende. Ja, bei uns auch. Das und zwar gar nichts. Überhaupt nichts. Es war hier nachher, als wenn nichts gewesen wäre.
Also vor 5, 6 Uhr morgens war selbst draußen keine halbwegs vernünftige Temperatur. War die Uhrzeit, wo ich dann das letzte Mal mit dem Hund raus bin. Aber selbst da hat man noch dieses Schwüle gemerkt. Nehmen wir mal hier die Hütte auseinander. Drei hoch, ne? Mach mal lieber 4 hoch, bitte. Doppelte Höhe von dem. Was brauchen wir? Oh, schau mal, was haben wir denn da in der Ecke? Sehr schön. Lohnt sich ja mal richtig. Okay, damit bin ich etwas länger beschäftigt. Irgendwas fehlt. Stein fehlt. Steine, ich brauche Steine. Stein. Ah. Dann werde ich bestimmt ein paar mehr brauchen. Besuch. Besuch, der ganz viel kuscheln will. Habe ich wieder, was ich brauche, und jetzt gehe ich wieder rein. Beach. Also ich werde eine Weile beschäftigt sein. Ich muss erstmal einen Tresor kaputt kloppen. Konnte man nicht Mining skillen? Dass man mehr rauskriegt? Mhm. Mhm. Meiner 69 und noch irgendwas. Den hatte ich gefunden, aber es müsste noch einen normalen Mining Skill geben, oder nicht? Ja, gibt's auch. Finde ich nur gerade irgendwie nicht. Oh, ich bin auf 25% runter, was Hunger und ähnliches angeht. Ich bin auf 0. Ich muss erstmal zurück.
Ich weiß noch beim ersten Mal zocken. Wie es gibt Hunger. Wie es gibt Durst. Einfach mal weniger sterben, dann kriegt er auch Hunger und Durst. Ja. Aber nachher, wenn wir wenn wir vernünftig was kochen können, dann ist das auch wesentlich einfacher. Aber wir haben nicht mal mehr was zu essen hier. Ohne Scheiße. Also irgendwie bin ich blind. Ich finde keinen Mining-Skill außer den Miner 969 und da fehlt mir jetzt genau ein Punkt für. Warte. Faster, ich schaffe die Perry. Auch da, Mining Tools. Sie plus 7%. Das heißt, also, do more damage with mining tools and harvest resources faster. Gain skill by using items from this group. Ah ja, okay, haben sie Mining Tools genannt. Okay. Und ich nehme da erstmal was drauf. Hat aber scheinbar nichts gebracht. Also Stein baut er immer noch schön brav einen ab. Ja, es braucht eine Weile, bis das so richtig wirkt. Folge ist gleich auch schon wieder rum. Gleich bei 28 Minuten. Ja, okay, beim Holz macht es schon einen Unterschied. Nur bei Stein dauert es ewig. Ja. Außerdem haben wir auch nicht das gute Werkzeug dafür, von daher. Ich habe noch ein paar Frames in die Kiste gepackt. Jo, hol ich mir gleich. So, ich bringe mal ein bisschen Fleisch zurück. Wenn ihr Hunger habt, ihr müsst gleich mal in den Grill reingucken. Ich grill da jetzt Fleisch. Gerade ein Schweinchen erlegt. Alai, wie gut bist du im Schießen? Das geht. Hinterm Haus ist ein Reh. Versuchen.
Nein! Es ist über den Zaun gekommen. Was ist über den Zaun gekommen? Das Reh. Das ist doch gut. Nee, raus über den Zaun. Das war ja drin. Dort. Nimm's gleich auseinander. Ja, Messer sind drin in der Truhe noch. Jetzt Messer nicht mit. Und mit dem Messer bringt ja mehr, ne? Ist das Messerchen geholt? Ne, Schreierin. Jetzt schon? So, vierter Tag mittlerweile, ne? Ja, aber trotzdem, viel zu früh für eine Schreierin. Aber wir müssen jetzt unbedingt sehen, dass wir die dritte Etage auf den Zaun drauf kriegen. Mhm. Wo hast du sie gesehen? Ich hab sie schon erledigt. Ach gut. Ich hab sie mal frei, einfach mal so erschossen. Auch mal so, ne? Frei. Ja, vollkommen richtig, vollkommen super. Ich dachte nicht, dass wir noch nähere Bekanntschaft mit der Guten machen wollen. Nee, die hat nicht gerade Pluspunkte gesammelt. Irgendwo hier in der Nähe straucht doch ein Bär rum. Falls du dich noch an die Bärchen erinnerst. Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Flugzeug. Wer geht? Lass mal sehen, wo es. Da kommt's. In der Nähe oder? Das ist ein gutes Stück da hinten. Auf der anderen Seite vom See. Wo der abgeworfen hat. Ja, dann lass. Lieber lassen, als dass wir uns da abschlachten lassen. Ah, es geht, also ich sehe es unten dran hängen. Mach wie du willst. Wenn du meinst, du schaffst es, dann mach. Ich glaube, es sollte machbar sein. Es dürfte nämlich hier vorne auf dem Hügel auf der anderen Seite vom See runtergekommen sein. Dann mach. Na gut, allzu weit da hinten kann es ja nicht mehr sein. Da irgendwann ist die Karte ja zu Ende. Ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der Loot extrem gut ist, den man aus den Dingern kriegt. Naja. Ja, kann, ist das Glücksspiel. Man kann auch Schrott rauskriegen. Ja, es sei denn, du skillst nachher ein bisschen auf das Loot-Ding ganz unten. Auf Loot-Ding und so weiter, dann. Erwähnt ich schon mal, dass ich Saves scheiße finde? Saves sind zum Kotzen. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Zumindest mit den Steinwerkzeugen. Darauf rumzuprügeln macht nicht viel Sinn. Nee, man. Und nicht viel Spaß. Man klopft sich dumm und dämlich. Ja. Okay, hier ist jetzt noch ein See, aber ich sehe hier keine Kiste. Die Rauchfahne ist leider auch schon weg. Schon wieder alle kotzen.
Ich befürchte, er hat die Kiste mitten in den See reingepfeffert. Das wäre unschön. Die werde ich nicht finden. Dann komm lieber zurück. Ja. Und die nächste Axt kaputt. Willst du eine 246er? Nee, danke. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Hier drüben ist ja auch überhaupt nicht Zombie verseucht. Ich schwimme jetzt extra. Wer will sich denn um Rüstung und Co. kümmern? Ich würde ja sagen, ich, aber ich bin mit der Mauer noch eine ganze Weile beschäftigt. Luca, machst du die? Ja, kann ich machen. Und ich habe einen Blueprint dafür gefunden. Ich habe den Bären gefunden, der ist bei der Bootshütte. Mhm. Ich stehe vor der Bootshütte. Ja, ich bin jetzt extra ein bisschen nach außen geschwommen, um die Zombies, die vielleicht hinter mir her sind, abzuhängen erst. Hä? Hast du da drüben die Gebäude schon gelootet? Allein? Nee, ich wollte jetzt nur um die nach der Kiste gucken und dann jetzt wieder zurück, damit ich mit der Mauer weitermachen kann. Gut, dann mache ich die. Dann schwimme ich eben rüber und kümmere mich um die. Die Gebäude. Hui! Das Mäuerchen müssen wir ja fertig kriegen. Also Zombies sind hinter dir keine. Nee, dürften, wenn dann im See sein. Ja, habe ich geguckt, da war nichts. Hatte definitiv am Wasserrand hatte ich noch welche hinter mir. Oh, hier ist ein bisschen mehr los. Ja, da drüben, also auf der linken Seite von den Gebäuden, da rannten richtig viele rum. Mindestens 6 Stück. 6? Ja, mindestens. Das Zählen musst du nochmal üben, mein Lieber. Ne, ne, die 6, das waren die, an denen ich nur vorbeigespurtet bin. Was links und rechts davon noch zusätzlich war, habe ich nie gesehen. Gleich sollte ich was essen. Wir sollten den Part mal beenden. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ja, mach mal. Ich habe jetzt zu tun gerade. Setzen wir jetzt hier einen schnellen Cut und weiter geht's in der nächsten Folge. Was mit Anubis passiert, ob er überlebt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss.